machen wir erstmal hier so ein kleines Pröbchen, hätte ich gesagt. Du hast schon gerochen, was riechst du denn? Sehr fruchtig. Mhm. So pfirsichartig, hätte ich jetzt fast gesagt. Mhm. Kommt sehr mild daher, aber sehr, sehr, sehr harmonisch vom Geruch. Irgendwas Blumiges hat er noch. Mhm. So ein ganz leichtes, blumiges. Ich bin gerade am Suchen, was für eine Blume ich im Kopf habe. Aber irgendwas riecht auf jeden Fall gut. Sehr. Ein bisschen karamellig auch noch. Genau. Leichte Süße. Hätte ich jetzt fast dem Pfirsich ein bisschen zu Schulden gegeben, aber... Probieren wir mal, oder? Probieren wir doch mal. Das Lange. Ganz am Schluss kommt der Rauch. Ganz, ganz leicht. Ja. Irgendwas habe ich auf der Zunge, aber ich weiß nicht, was das ist. Aber er ist erstaunlich vollmundig für einen Bourbon. Also ich das mitbekommen habe, er kommt ja aus dem Bourbon-Fass. Hat aber sehr, sehr viel mitgenommen. Sehr vielseitig. Ja, sehr, sehr komplex, aber sehr, sehr weich. Also ich würde sagen, könnte durchaus ein Einsteiger-Whisky auch sein. Jemand, der jetzt nicht so viel Erfahrung hat und jetzt nicht so auf diese ganz, ganz herben steht, auch Spaß dran hätte. Ich finde es interessant. Jetzt hat sich gerade in ein paar Sekunden so auf der Zunge immer mal wieder ein Geschmack hoch und wieder runter bewegt. Ich weiß nicht genau, was das ist. Ich glaube, das ist der süße Aspekt. Er hat sowieso relativ einen langen Abgang, oder? Manchmal sind sie am Mund unheimlich voluminös und dann zack, ist er schnell weg. Aber da bleibt noch der relativ... Der bleibt sehr lange. Ja. Das Wagen gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist mein erster Mordlach. Ich hatte noch nie einen. Genau, Mordlach. Das haben wir ja vorhin noch mal kurz nachgeschaut. Mordlach ist eine Distillerie, ist ein Speyside, also Region Speyside. Passt sehr gut eigentlich in dieses Gebiet. Ich meine, die meisten oder ein Großteil, würde ich sagen, ich weiß nicht wie viel Prozent, aber ich glaube, ich würde sagen, mindestens zwei Drittel, wenn nicht mehr, kommt ja aus Speyside. Das ist ein verrücktes Gebiet, das ist ein kleiner. Der Fluss ist schon fast übertrieben. Sehr großer Bach, ein ganz kleiner Fluss. Und da kommt Distillerie nach Distillerie. Also ja, alle, das ist sowieso. Meter. Aber es ist ein sehr klassischer Speyside, aber sehr, sehr schön. Also wirklich sehr schön. Ich weiß nicht, so fast... Ich bin es nicht gewohnt, dass ein Speyside so viel auf einmal bietet, weißt du, wie ich meine? So ganz, ganz, ganz viel. Sowohl Geschmack als auch Geruch. Ja, man muss halt sagen, es ist auch eine spezielle Abfüllung. Ja. Die kommt, da haben sie einfach zwei Fässer genommen. Also kommt nur aus zwei Fässern. Genau, ja, ja. Das ist eigentlich schon fast wie ein Single Cask halt. Genau. Und das merkt man schon, also da haben sie ganz, ganz schöne Fässer ausgesucht. Worauf würdest du jetzt tippen, welche Fässer die da genommen haben? Ich glaube, es sind eben Bourbon. Also es werden wohl amerikanische Fässer sein. Sind sowieso dafür bekannt, dass sie mehr amerikanische Fässer kaufen als jetzt andere Länder beispielsweise. Und ich glaube, daher kommt auch diese Süße, dieses leicht Karamellige, woher kommt aus dem vom Ausbrennen der Fässer. Genau, ja. Und er hat ganz schöne Noten, ja. Mir gefällt die Nase sehr gut. Ja. Mir gefällt es. Es hat so einen ganz, ganz leichten rauchigen. Das ist das, was mir die ganze Zeit auffällt. Jedes Mal, wenn ich wieder so einen kleinen Sip nehme, hat es einen ganz leichten rauchigen, aber ich weiß nicht, das ist so wirklich nur leicht, aber trotzdem, er springt raus. Weißt du, wie ich meine? Ja, voll. Finde ich gut. Vor allem ganz, ganz früh im Abgang. Und dann finde ich aber, je länger er im Mund bleibt, dann kommen plötzlich wieder diese fruchtigen Noten nach. Wie schon gesagt, sehr ein langer Abgang. Sehr schön. Gentleman's Club, das TMS Productions Original. Jeden Samstag um 17:30 Uhr auf YouTube und Spotify.